Ich habe ja gesagt, das sind irgendwie komischen weißen Flecken. Da hätte ich also einfach nur Game Over besser gefunden. Ja. Meinetwegen noch ein Game Over und daneben liegt die Kamera obscura. Mit einer kaputten Linse. Na. Das wäre ja schon wieder irgendwie ein bisschen zu cheesy. Aber ich glaube, würdest du trotzdem besser finden als deine komischen weißen Punkte. Ja. Other. Was hat Kai mit ihren Spieleöfen? Was? Spieleöfen? Mein Kopf hat anscheinend Overofen. Oven. Ah, Game Oven. Ja. Game Oven. Ja. Da mache ich auch gerade Kopf. Klingt wie irgendeine Entwicklerfirma. Wir backen neue Spiele. Aha, also Game Oven wird bei Namkai Bando ja? Ja, ist eine Unterfirma. Ist eine Tochterfirma. Machen die dann auch wirklich Kochspiele, oder? Das überlasse ich doch Game Oven. Oh, habe ich mich mit Game Oven noch nicht drüber unterhalten. Ich weiß ja auch noch nicht, wer Game Oven leiten soll. Vielleicht vorher gucken, ob es noch irgendwas Gutes hier gibt. Ja. Also ich finde ja der Film. Ich wollte mal sagen, ich habe ja auch irgendwo Film gefunden. Ich glaube Richtung Ausgang. Da, eine Ecke. Das ist fast Richtung Ausgang. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Tu das. Bei ihm habe ich zumindest noch nicht ganz so häufig daneben geschossen. Gut, ich habe generell noch nicht so häufig auf ihn gezielt, aber... Und du hast ja gerade fast so viel Film davon wie vom normalen Standardfilm. Also manchmal kann ich durch ihn durchlaufen, manchmal kann ich es nicht. Diesmal konnte ich es nicht. Ich gebe es offen zu, wäre das mein Spiel. Ich hätte es zum längst zum Verkaufen gebracht. Ich glaube, Yoshi kann mir bestätigen, die anderen Teile, da haben sie sich gebessert. Also das, was ich von Teil 2 gespielt habe, fand ich besser. Bei dem Teil denke ich mir die ganze Zeit, ich finde es nicht mal gruselig. Ich denke die ganze Zeit nur, schon wieder ein Geist. Allein im Teil 2 haben sich gebessert, dass du da Kombo-Angriffe machen kannst. Die hast du hier leider nicht drin.
Die Geister sind halt weniger, oh, ich bin so gruselig, die sind eher, oh, ich bin so frustrierend.100 Schaden macht dafür quasi ein Drittel der Leistband weg. Ich glaube, der hat vorher das nicht richtig aktualisiert mit dem Schaden, mit der Leistband. Oder er hatte HP über die Leiste hinaus, das kann natürlich sein. Dass da ein HP über die Leiste hinaus kann nicht. Ja. Das macht keinen Sinn. Das ist eine doppelte Leiste. Das ist dann wieder für Fall, so ein Fall von, wenn du HP über die Leiste hinaus haben kannst, dann ist das... Dann hast du die doppelte Leiste und malst sie doppelt an oder so. Ich vermute, mach doch hier nur gerade Vermutungen. Weil jetzt machst du mit dem 100er Schaden auch ordentlich seine Leiste runter. Mal kurz wieder unbesiegbar. Ich fand es viel spannender, dass ich ihn gerade vollkommen klar im Bild hatte, ohne ihn angreifen zu können. Du hast ihn. Puh. War aber auch eine harte Geburt. Eine schwere Geburt. Harter Kampf. Ich glaube, der kommt aber auch gut. Doch nicht. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass der Vorfluss auch eigentlich relativ flott mitkommt. War doch ein Zweierkampf. Ich habe zu lange das Spiel nicht mehr gespielt. Ich bin nur gerade sehr verwirrt darüber, dass die Gegner alle, also einige Gegner so häufig vorkommen. Das ist so ein Fall von, bei anderen Spielen beschweren sich die Leute darüber. Die recyceln ja die ganze Zeit Gegner. Und, so. Und hier ist das dieses, die recyceln die ganze Zeit Gegner. Warum beschwert sich da keiner drüber? Ich dachte jetzt Kai Husch speichern. Das auch. Aber ich dachte, ich renne erstmal rum für den Fall, dass sie mich hier wieder einen Geist hinsetzen. Ich habe gelernt, still stehen bleiben ist dann blöd. Speichern. Aber hey, wir haben schon eine knappe Stunde Spielzeit geschafft. Ja. Also, ich habe jetzt eine wunderbar tolle Maske. Ja, du kannst zurück in den Ich kann zurück in den Masken kommen. Ich kann hier gleich nochmal die Tür aufmachen. Richtig. Ich kann in den Maskenraum zurück. Könnte dann die Maske von der Tür nehmen. Mhm. Die da wieder einsetzen. Ja. Müsste dann ja mit meiner Universal-Spiegelungsmaske da durchkommen. Ja. Hier. Und dann in den Raum reinkommen. Ja. In den kleinen da, ja. Ja, da war ich halt noch nicht drin. Richtig. Den zu erforschen scheint mir aktuell mit am sinnigsten zu sein. Richtig. Ich meine, du brauchst dafür die 4 Masken an der Säule. Also muss da ja was Gutes drin sein.
Muss nicht. Könnte. Hallo, lachende Maske. Die glückliche Maske. Ich gehe hindurch. Ich nehme sie mit. Mit mir. Nein, ich wollte sie schon draufhängen. Also manchmal behält sie ihre Laufrichtung mit Kamerawechsel bei. Hier tat sie es nicht. Maske der Spiegelung kann alles. Ist die Übermaske. Ja. Hindurchgehen. Woran erkennt sie, wenn die Maske da hängt, dass das die Maske der Spiegelung ist? Die sieht doch jetzt aus wie die traurige Maske. Nee, sie weiß ja, was sie da hingehängt hat. Ja. Hoffe ich. Aber nehmen wir mal an, wer anders würde da lang gehen? Der wüsste es dann wahrscheinlich nicht. Der wird sich dann wundern, wenn er die Maske runternimmt, dass er dann auf einmal was anderes in der Hand hat. Aber was stellst du da an, Fuchs? Nicht. Hast du rumgesaut? Nein, eben nicht. Gras. Sekunde mal, eben nicht. Du hast dich beschwert, weil du nicht rumsaust. Fuchs, ich würde dich darum bitten, nicht rumzusauen. Könntest du meine Tasse mal kurz festhalten? Dankeschön. Ich bin im Blenderraum. Gut. Ja, was willst du denn modellieren? Ja, verschiedene Sachen. Also ich könnte mir relativ viele Cosplay-Waffen vorstellen. Oh, cool, cool. Eine Art Augenmaske liegt auf dem glasierten Altar. Wir haben sie! Yay! Diese Maske ist anders. Vielleicht muss ich sie anderswo einsetzen. Ach nee. Ganz schlaues Mädchen. Lernt irgendwann, wir müssen da die Maske des Blendens einsetzen. Mhm. Findet die Maske des Blendens. Muss ich die vielleicht anders einsetzen? Ich glaube nicht. Am besten setzt du sie auf. Hat das Elend ein Ende? Eine hübsche Papierlampe brennt. Die Wände sind lackiert. Der ganze Raum sieht herrlich aus und hat noch nie Tageslicht gesehen. Ja. Also. Dann gehe ich da wieder durch, nehme die Maske mit. Ja. Wenn ich die habe, gehe ich hier ja. Lang. Oh, ich hab. Die Tür beim Buddha war zu. War zu, richtig. Einfachst ist. Aber dann gehe ich halt hier ja. durch, da durch. Da müsstest du jetzt durchkommen, weil du auf der richtigen Seite bist. Weil ich auf der richtigen Seite bin, komm dann hier so. Nein, andere Richtung. Nee, stimmt, ich muss da lang. Und wupp, kann da lang, kann hier. Ab ins Maul des Dämons. Werde da auf jeden Fall nochmal speichern. Also, warte. Hier mittig? Ja. Ja, denn? Ich werde noch fünfmal auf der Tür nachgucken, wo ich lang muss. Auf der Karte nachgucken. Ist doch kein Problem. Im Zweifel können Yoshi und ich auch Navigation spielen. Kann ich? Hast du den Weg nicht gemerkt? Dafür müsste ich ja wissen, wie das Haus aussieht. Weißt du das nicht? Nein! Ach!
ist weg. Die Maske wolltest du mitnehmen. Oder hast du... Ach nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Maske mitnehmen kann. Das ist die Stimmt, Größe. Ja. Entschuldigung, nee, es ich, ist... Ich brauch dich da nicht. Ich hab richtig. Die anderen Masken. Eben, meine sind Größe, ich würde behaupten, wir sind jetzt mit den Masken fertig. Weil wir die eine Maske, die hier versteckt war und die wir brauchen, haben. Genau. Ich kann mir überlegen, dass ich die Maske der Spiegelung jetzt gleich auch wieder brav mitnehme. Und statt der Maske der Blindung unten einsetzt. Nein, vielleicht brauche ich die Maske der Spiegelung unten, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, nimmt ja keinen Platz weg. Nee, eben. Jetzt die Maske der Spiegelung und unten ein. Ich weiß. Und schaltet damit ein geheimes Ende frei. So. Das wäre cool. Doch, hinter warum, dir. Warum? Da hinter dir. Die rechte Tür musst du öffnen. Oh, ist doch die Link. Entschuldigung, mein Fehler. Das ist dieses, du musst halt wieder genau davor stehen. Oh no. Einwände. Ja, natürlich hat er nicht. Oh, doch nicht. Ja, er hat mich. Er hat mir auch was abgezogen. Nur halt diesmal nicht so viel. Diese Random Geister sind auch so diese... Ja, toll. Danke. Ach, und greif mich direkt nochmal an. Da habe ich eigentlich meiner Meinung nach im richtigen Moment gedrückt. Und da war er immer so überhaupt nicht im Supra. Er ist recht nicht mit seinem wichtigen Kopf. Der war gut. Ach komm schon, jetzt geh endlich. Danke. Möchtest du bitte in meine Kamera kommen? Ich weiß gar nicht, kenne ich den Geist überhaupt schon? Nee, der kam mir sehr unbekannt vor. Ja. Ja, darum. Im Kimono-Raum, nein, dann. Du bist im Kimono-Raum. Entschuldigung, ins Puppenzimmer. Ins Puppenzimmer. Komme ich durch? Glaube ich, war das der Beerdigungsraum? Keine Ahnung, ob das der Beerdigungsraum ist. Das kann auch so eine Abstellkammer gewesen sein. Ist ein Raum mit vielen Puppen schon wieder. Oder Kerzen. Kerzen, ja. Und dann auf jeden Fall in den Schotterraum oder so. Auf jeden Fall liegt da viel Schott und Schrott rum. Mir ist egal, wie der Raum heißt. Er hat eine Kamera und das ist das Wichtigste. Eben. Und der ist auf dem Weg dahin, wo diese blöde Maske hin muss. Genau! Also nach, keine Ahnung, 3 Stunden haben wir es dann mal geschafft, die Maske zu finden.
Ich meine jetzt nicht Spielzeit. Ja, yeah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ja, das war ein Erdbeben. Hörst du sie abbauen? Eben, das verwundert mich jetzt wenig. Eben. Was ich unschön finde, ist, dass ich keinen Spiegelstein mehr habe. Ja. Und es auch schon so ewig keinen mehr rausgerückt haben. Ja, aber wir haben dich gerade eben erst besiegt. Ja, gibt's hier gerade nicht. Sollte das jetzt ein 360 werden, oder was? Was ist ein Baum 3, ein Baum 60? Der 60. Baum im Wald. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man die zählt, aber... Nein, ich bin nicht Yay. Ich finde auch noch nicht Yay, was du hier anstellst. Auch einfach nicht weggehen. Sie hat am Geist festgehangen. Wie kann man an einem Geist festhängen? Ja, also entweder hat sie an einem Geist festgehangen oder sie hat am Nichts festgehangen. Kommt das nicht auch selber heraus? Nee, das Nichts wird dich schlecht umbringen können. Ladephase. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendein Bild schlimmer finden kann als Ladephase. Möchte noch einer was zu trinken? Ich habe noch was in meiner Tasse. Ich weiß gerade nicht, wo ich meine Tasse habe. Aber ich habe meine Tasse hier hinten auf der Heizung. Ich glaube, ich habe noch was. Ich habe noch was, danke. Okay. Jakob. Mich blubberte die Flasche an, ob ihr nicht was trinken haben wolltet. Hä? Die Flasche blubberte dich an. Ja, spannend. Wie auch immer sie blubbern sollte. Ich glaube, wenn die Flasche blubbert, bin ich ganz schnell weg. Vielleicht steht die dann auch bloß auf. Eben, dann kannst du blubbern. Ist ja Kohlensäure drin. Hoffe ich zumindest. Würde mich wundern, wenn nicht. Dann würde ich mich fragen, was zur Hölle die mir verkauft haben. Jakob, verdünnten Apfelsaft. Das ist ein Apfelschroller an sich auch. Also es waren gerade wieder 110. Hast du gerade eben erst mit viel besiegt? Jetzt lassen wir das normal machen, nur mit weniger Bewegungsfreiheit. Ich meine, ich bleib lieber hier oben, als dass ich runtergehe. Und er dich auf der Leiter erwischt, meinst du? Und wenn er mich nicht auf der Leiter erwischt, ist es immer noch dieses. Ich hab dann keinen Platz zum Wegrennen. Sie sich andauernd genau in dem Moment, wo man abdrückt, teleportieren. Yeah.
hat er gerade gesagt, push my yai. Schaukelt wenigstens schön. Oh, eine Runde habe ich schon mal geschafft. Du kriegst Kilometergeld. Kilometer Film würde mir reichen. Kopf, wo kommt plötzlich das Spider-Man her? Er hat gerade Lust darauf. Das war nochmal Spider-Can. Nicht. Weg. Leider nicht. Da an der Wand. Gut, dass die Kamera das weiß. Ja, ich habe zwischendurch gedreht, genau. So, und jetzt so. Halt die Klappe. Und jetzt komm bitte in meine Kamera, da ist Jai auch schon drin. Du willst doch so gerne zu Jai. Er kommt mit. Na, endlich. Das hätte er auch schon beim ersten Mal tun können. Eben, also ich frage mich gerade... Ja, wir wissen, dass die Maskenspins dahin soll. Aber ganz ernsthaft, wofür war dieser Kampf jetzt noch da? Da musst du die Spielmacher fragen. Den hätte man sich komplett sparen können. Das war jetzt nicht mal so ein riesen Payoff oder sowas. Einfach, wenn man sagen konnte, boah, wir haben diesen Gegner jetzt so lange gehabt und jetzt haben wir ihn endlich besiegt. Nee, du hast ihn zweimal kurz hintereinander besiegt. Da hätten sie es vielleicht tatsächlich so machen können, dass sie den in dem Butterraum doch noch mal ein bisschen stärker machen und dann ist er endgültig weg. Eben, als so einen großen, richtig fiesen Bossgegner fürs Ende des Kapitels oder so.